Hallöchen Leute, es ist mal wieder soweit. Crash Team Racing. Au, ja, da geht's doch wieder klasse los. Es ist jetzt schon ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe aber gedacht, es ist jetzt gerade 1.36 Uhr. Ich muss in ein paar Stunden wieder aufstehen, um dann zur Arbeit zu gehen. Habe ich gedacht, komm, nimmst du noch mal was auf. Ja, Preislevel, Polar Pass. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Level war. Ich habe es jetzt echt gerade nicht mehr im Kopf. Egal, ja. Ich habe gedacht, ich nehme einfach mal wieder was auf. Gerade weil die letzten drei Folgen ja schon so lang her sind. Für mich jedenfalls, für euch ist es vielleicht zwei, drei Tage her, keine Ahnung. Jedenfalls, au. Oh. Ja, habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal auf. Und ich muss ja sowieso aufnehmen, sonst habe ich ja keine Folgen mehr. Ey. Hallo? Ja, ansonsten habe ich ja keine Folgen mehr für euch und das wäre ja fatal. Ich bin eigentlich immer noch, ich habe voll die schlechte Anmoderation gehabt eigentlich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Team Racing. Mein Name ist EditLP und wir sehen mich jetzt weiter hier beim Failen. Mit schöner Musik. Ja, hier habe ich gerade einen Shortcut benutzt. Den habe ich in meiner Jugend lange trainiert und jetzt hat er auch gleich funktioniert. Das fand ich natürlich sehr schön. Und da habe ich auch gleich das nächste Schild. Ja, klasse. Verschieß ein Schild und bekomm ein Schild. Yeah, 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 yeah. Ich habe eigentlich sehr gute Laune, obwohl ich todmüde bin. Aber ich habe gedacht, ich mache trotzdem mal noch ein bisschen was. Kann ich den eigentlich auch abknallen? Wow. Ist da hinter mir was los? Keine Ahnung. Ach, ich habe da unten die Karte. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Für The Binding of Isaac kommt ein neuer DLC raus. Der soll angeblich 3 Dollar kosten. Mit mehr Leveln, mehr Items, neuen Bossgegnern etc. Ich freue mich drauf und werde mir den auch kaufen. Auf jeden Fall bin ich schon sehr darauf gespannt. Lala. Und ich hab ihn erwischt, Leute. Ich hab ihn erwischt. Was soll ich denn sagen? Ich hab keine Ahnung. Es ist jetzt 1.38 Uhr immer noch, hä? War es nicht eben 1.38 Uhr oder war es 36? Egal. Ja, ich hab wieder den schönen Sprung hingekriegt. Ja, ich wäre in die falsche Richtung gefahren, was großer Schwachsinn ist. Ich hab keine Kiste gekriegt, klasse. Und die Musik ist doch schon wieder schön. Sie lädt doch eigentlich zum Singen ein. Aber ich werde nicht mehr singen. Das habe ich mir stark vorgenommen. Ja, 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 la, 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 la. Letzte Runde. Was? Was war jetzt los? Keine Ahnung. Egal. Ja, was habt ihr heute so gemacht? Ich war heute arbeiten von 17 bis... Nee, gar nicht. Von 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Nachher muss ich von 14 bis... ja, bis wann muss ich denn? Nee, nicht 14, 15 bis 21, sowas. So wird doch ein eine Arbeitszeit raus. Wow, wow. Gott schenkt mir Können. Ja, Gott schenkt mir Können. So, erstmal den Gegnern schon mal die schöne Kiste verdorben. Und Polar, komm. Fahr rein. Ah, Cortex ist wieder reingefahren. Was haben wir denn? Trank legen wir. Nein, 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 die Abkürzung versaut. Komm. Oh Gott, jetzt wird es auch noch hier knapp. Das kann ich ja gar nicht leiden. Oh Gott. Er ist nicht reingefahren. Nein. Aber ich bin drauf reingefallen. Reingefallen. Komm, rein da. Ja, da haben wir auch schon das erste Level wieder geschafft. Ich bin positiv beeindruckt dafür, dass ich schon wirklich nicht mehr gespielt habe seit langer Zeit. Ich überlege auch gerade, was mache ich hier nach? Ich glaube, ich nehme jetzt wieder 3 Folgen auf, dass ich halt die ganze Woche wieder Zeit habe, mich mit anderen Spielen zu beschäftigen. Was ich auch sagen kann, Moment. So, mal wieder eine Schokoladenzigarette rausgeholt. Glückwunsch! Ja. Was ich auch noch zu sagen habe, ich habe Dingens fertig. Crash Bandicoot Warped. Also wenn ihr das jetzt hört, müsste Part 26 hochgeladen sein. 30 Part gibt's insgesamt, kann ich schon mal so sagen. Ist also fast geschafft. Ich überlege auch danach gleich mit Teil 1 anzufangen.
oder ob ich Teil 2 mache. Das steht noch nicht fest. Eine Arena und meine Schokoladenzigarette ist noch nicht aufgegessen. Oh Gott, das wird nichts. Das wird sowas von gar nichts mit Kippe. Ihr seht jetzt einen Fahrer mit Kippe. Nur damit ihr es Bescheid wisst, wenn ich jetzt wirklich failen sollte, tut es mir leid. Oh Gott, es ist eigentlich damals eine meiner Lieblingsstrecken gewesen. Erinnert mich auch ein bisschen an die Wario Arena. Von Dingens, sagt schon. Super Mario Kart, genau. Auch ein sehr schönes Spiel. Hier kommt Tiger. Hier kommt Crash, immer noch. Oh, der war doch wohl einfach optimal. La la la. Ja. Vielleicht hätte ich doch die Zigarette in die linke Hand nehmen sollen, damit ich wenigstens meinen Finger auf Gas behalten kann. Nur, Gott. Komm. Erwischt. Oh, kommt hier auch mal wieder eine lange Gerade? Hier ist eine. So, Entschuldigung. Das war jetzt ein Fail meinerseits. Ich hatte jetzt gerade mit meiner Hand zu tun. Was? So, tut mir natürlich leid. Ich musste jetzt gerade doch mal ganz kurz von der Schokoladenzigarette abbeißen. Ja, abbeißen. So sagen wir das jetzt einfach mal. Und daher hatte ich jetzt etwas längere Zeit diese Schokoladenzigarette im Mund und konnte nicht sprechen, weil ich ja beide Hände gerade am Steuer halten musste. Das ist wichtig. Oh komm, nimm sie nicht. Nimm doch mal. Wow. Oh, Alter. Dass um diese Uhrzeit noch Straßenrennen gemacht werden. Och Mann, er war genau hinter mir. Wow. Komm, komm. Ey, wieso bin ich denn so schlecht? Ey, das will ich nicht. Ich will das Level schaffen. Es ist gleich die letzte Runde, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott. Was war denn jetzt los? Er hat dich gelenkt, er hat dich gelenkt. Und nein, ich habe jetzt gerade nicht abgebissen. Ich habe wirklich versucht zu lenken, er ist einfach nicht umgefahren. Ich habe gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Okay, die Aufnahme läuft auf jeden Fall, das ist sehr schön. Ihr habt den Fail auf jeden Fall jetzt sehen können. Oh, komm. Warum macht er eigentlich die ganzen Boostinger jetzt gerade nicht? Hä? Irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Oh, Maske. Das kann jetzt nochmal viel reißen. Komm. Mann, Mann, sehr schön. So muss das laufen. Kiste, die Kiste auch klauen, wollte ich gerade sagen, ja. Was ein Item alles ausmachen kann. Ah, das ist heftig. Da lag noch gerade meine Flasche. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh komm, das Rennen muss jetzt an sich mal geschafft werden, sonst ist gleich das Papier von der Kippe unten. Also von der Schokoladenkippe. Ich bin ja nicht Raucher. Wie? Ich habe keinen mit der Flasche erwischt? So. Okay, diesmal habe ich die Kurve gekriegt. Oh Gott, Coco, Coco. Warum ist Coco so schnell? So gut war sie doch gar nicht von den Stats her. Hä? Bin ich jetzt blöd? Oh, komm! Zielgerade! Ja, über den Schlamm rüber und... Scheiße. Da haben wir es geschafft. Oh, klasse. Ich habe schon wirklich jetzt gerade ganz knapp daran gezweifelt. So, aber auf jeden Fall haben wir es geschafft und das ist doch schon mal viel wert. Okay. Oh, Mann, Mann, Mann. Vielleicht nehme ich auch nur 2 Folgen auf. Oder ich mache... Okay, ich mache vielleicht heute mal ein paar kürzere Folgen.
werden jetzt mal keine 20 Minuten Folgen, vielleicht nur 15 Minuten Folgen, keine Ahnung. Muss ich gucken. Außer es kommt natürlich jetzt ein Bosskampf, was ich jetzt auch stark vermute. Aber Coco ist genau wie ich, mit ihrem Laptop. Ich habe da auch immer einen Haufen Sticker drauf. Weiß ich, ob ihr das auch habt. So. Oh, Kommando du Joe. Du hast alle anderen Kommando Joe auf dieser Bahn geschlagen. Ja. Nun, siehst du, warum man mich, den gefürchtesten Fahrer dieser Rennen, nimmt. Ich ganz allein verdiene das Recht, Oxy zu schlagen, indem ich dich zu Staub zermale. Los. Alles klar. Machen wir noch den Boss hier. So, ich hoffe, der Ventilator ist da hinten jetzt nicht allzu laut. Genau, Komodo Joe. Diesen netten Herrn durften wir in Teil 1 schon sehen. Andernfalls sehen wir ihn bald noch halt, ja. Und außerdem ist er auch noch beim Spiel Crash Bash zu sehen mit seinem Kumpel. M-Joe, glaube ich, hieß der. Oder Modo-Joe. Keine Ahnung, gerade. Ah, jetzt hat er mal die Kiste drauf. Yay. Warum ist er nicht gesprungen? Oh nein, da kommt der Bahn. Oh. Da kam die Bahn jetzt doch mal pünktlich. Dab. So, es tut mir leid, dass ich gerade so wenig rede. Ich muss jetzt mich jetzt gerade doch ein bisschen konzentrieren. Was? Das ist schade? Ja, finde ich auch. Was auch schade ist, dass ich jetzt gegen diese Ecke gefahren bin. Oh, war es nicht die Strecke, wo wir so viel gesungen hatten? Ich glaube schon. Oh Gott. Er ist reingefahren. Hihi, er ist drauf reingefallen. Da hinten hat er immer noch die Wolke drauf gehabt. Klasse. Und er ist wieder drauf reingefallen. Vielleicht auch hier? Und? Nee, ist er nicht. Heißt, ich habe mir jetzt mein Sieges-Ding ein bisschen schlechter gemacht. Ah, er ist umgefahren. Mist. Ey, der ist sowas von schnell. Ich bin ihn in meiner Kindheit auch mal gern gefahren. Also man kann ihn auch freispielen. Ich weiß, glaube ich, nicht mehr wie. Ich glaube, das war irgendwas. Hatte was mit diesen komischen Pokaldingern dann zu tun, die man hier in der Story noch kriegen kann. Oh Gott. Oh Gott. So, da fährt er hundertprozentig rein. Sage ich doch. Und dann haben wir ihn eigentlich auch geschafft. Hm. Schade. Obwohl, was heißt schade? Ja. Würde ich sagen, sehen wir uns dann auch im nächsten Part. Wir sehen natürlich jetzt noch das Ende und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Part, ne? Okay. Na, da haben wir jetzt auch den dritten Bossschlüssel bekommen. So, was hat uns du noch zu sagen? Du bist doch nicht so langsam. Hast mich überrascht. Du falsche Schlange. Schlüssel für deinen Sieg. Ja, den habe ich schon bekommen. Glaube ich, dass du nicht schnell genug bist, Oxy zu schlagen. Wir werden unseren Planeten verlieren. Und es wird deine Schuld sein. Nein, das ist nicht wahr. Na gut, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Part von Crash Team Racing. Ich bin EditEP und sage bis dann. Tschüss.